Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in einem vorgestellt und zwar stellen wir das letzte Mal jetzt Panic Mode nochmal vor. Wir versuchen noch einmal, wie hieß das, Bad Neighbors und wollen hoffen, dass wir es jetzt mal irgendwie schaffen, ne? Also ein Versuch noch, keine Kommentare leider, aber wir werden gucken, dass wir es schaffen, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Wir haben das hier alles so schön, ne? Wir machen diesen Ventilator zwischen den zwei Räumen. Das war schon mal klar, ne? Oder war das nicht klar? Ne, wir wollen die Klingel hier machen neben dem Feuerherd, der ja hier ist. Und jetzt müssen wir mal die Karte drehen. Der war dahin zu machen, damit alle eine Alarmanlage haben, ne? So, und jetzt kommt es noch drauf an, wir brauchen das Teil, um da zu löschen, glaube ich. Das war meine Idee. Und die nächste Idee ist da, um den Fluchtweg hier frei zu kriegen. In der Hoffnung, dass das klappt, das weiß ich aber nicht. So, jetzt drehe ich das wieder ein bisschen so und ich würde es gerne lieber ein bisschen mehr von oben sehen. So, und dann Run Protocol. So, wir müssen erst wahrscheinlich den anmachen. Da oben, die laufen schon mal. Der in der Mitte läuft auch. Das ist schon mal gut. So, die anderen beiden klappen noch nicht. Ich mache den jetzt mal an. Und wo schießt der hin? Falsche Richtung. Der ist aber raus. Nee, doch nicht. Da oben, der ist nicht, hat nicht geklappt. Okay, retry. Der ist nicht rausgekommen, ne? So, das heißt, den haben wir noch nicht ausprobiert. Der... Warte mal, der kommt ja bis hierhin raus. Das bedeutet, den hier... Machen wir weg und stellen den mal... Woanders hin. Nee, warte, wir machen das hier. Ich glaube, wenn wir hier ein Gebläse hinmachen, dann kommt die heiße Luft da rein... Und dann geht der Alarm schneller los. Kann das sein? Testen wir es. Okay, erste Mission ist ja schon fertig, ne? So, der Alarm müsste jetzt losgehen. Tut er auch. Der ist auch schon losgegangen. Sehr gut. So, der müsste jetzt hier... Ja, der geht auch los. Das ist sehr gut. So, jetzt haben wir das Problem mit ihm hier nur. Ich hoffe, dass er da jetzt gleich raus schafft. Der Alarm ist losgegangen. Er schafft es aus dem Raum. Und wir machen jetzt... Nein, er hat es nicht geschafft. Er ist kurz daraus gestorben. Okay, retry. Das heißt, den Sprudler machen wir da weg. Und den stelle ich mal dahin. Und... Jetzt müsste eigentlich alles erstmal funktionieren, oder? Probieren wir das noch. So, der läuft schon mal. Die zwei laufen da oben auch. Der Ventilator läuft hoffentlich passend, dass da jetzt auch der Alarm losgeht. Der läuft, ja. Der kommt raus. Und er löscht jetzt da. Aber wahrscheinlich zu früh. Nein, es hat vielleicht geklappt. Vielleicht hat es geklappt, aber er kommt hier nicht raus. Da wird er sterben. Er wird hier sterben. Ja. Also das ist auch nicht die Lösung. Jetzt lass uns mal den Sprudler wegnehmen. Und wir machen hier auch das Teil hin. Das geht irgendwie nicht. Wie kriege ich den denn weg? Da geht der hin und der Ventilator da hin. Und ich will hoffen, dass dann der Alarm schneller losgeht. Probieren wir es. Er hat sich schon den Hintern verbrannt. Okay, die laufen. Der läuft. Jetzt muss der noch laufen. Ich hoffe, dass der jetzt hier eher losgeht. Ja, er geht los. Es könnte klappen. Er hat keinen Hintern verbrannt. Das heißt, er müsste hier durchschaffen. Er müsste es eigentlich schaffen.
Yeah, Strike. Der letzte. Super. Geht doch. Ein bisschen mehr Taktik muss man da anwenden, ne? Gut, erfolgreich, geschafft. Hier Scheinwerfer leuchten, super toll. So, wo ist jetzt aber... Ah, hier links ist noch was. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt den noch nicht. Trash Maze. Gucken wir mal einmal noch rein. Schauen wir, ob wir das noch schaffen. Da kommt der Feuerwehrwagen. Oh, das sieht komisch aus. Fire creates heat around it. When certain objects is hot, objects get hot enough, they will combust. Heat can transfer through walls slowly too. Sometimes the best solutions involves incinerations. Ja, okay. Müsste jetzt gerne erstmal, wo hier was entstehen kann. Ach, hier sind Öfen. Der macht einen Alarm. Die sind alle hier. Gibt es noch mehr Feuerquellen? Rechte Maustaste kann man dann auch hin und her schieben. Ja, das ist jetzt die Frage, wie es geht, ne? Also ich sehe jetzt hier hoffentlich keinen, der da noch irgendwo in der Ecke steht. Nein. Das heißt, der Feueralarm ist hier. Hier sind Reifen im Weg, okay. Den Feueralarm hört ja keiner. Aber ich weiß nicht, wir probieren erstmal. Gucken, was passiert. Also hier brennt es, ist klar. Was ist das für ein Ding? Find a new home for some adorable recycle bins or burn them, whichever is easier. Ich weiß nicht, was der jetzt wollte. Heat and Pammies. Heat ist da. Okay, also fängt jetzt alles an zu brennen. Vielleicht müssen wir hier einen Alarm hinsetzen. Ja, machen wir erstmal Enddrill. Ach so, da. The beautiful aesthetic piece is a welcome addition to any stylish home. It's definitely not just a pile of very flammable rubbish. Ich weiß nicht, was das soll. Soll das dahin? Und dahin? Und dann geht der Alarm an? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Noch einer. So, run. Das erste haben wir schon erledigt. Die brennen noch ganz schnell. Jetzt geht ein Alarm los und die laufen alle raus. War das das Ziel? Muss wohl, oder? Was macht der denn jetzt? Hier ist das Ziel. Wieso geht er jetzt nicht ins Ziel? Ja, was hat der für einen Blödsinn gemacht? Kann mir das einer erzählen? Naja, das hat geklappt. Gut, wir haben jetzt hier ein neues und da ein neues, sind aber zuletzt hier gewesen. Lass uns da erst den machen. Factory Office. Schauen wir mal, wie das aussieht, ne? Okay, Gebläse sind schon mal genug da. Take the opportunity to decorate the area with some harmless red barrels. Okay, ein paar harmlose rote Fässer soll ich aufstellen. Save 5 pummies and don't let the workers' bathroom catch on fire. The workers' bathroom. Wo ist denn das workers' bathroom? Ja, habe ich keine Ahnung. Also, ich sehe jetzt
Ich weiß nicht, wofür das hier. Wassersprudler oder was sind das? Hier ist ein Ventilator oder sind Ventilatoren? Ah, nee, da ist ein Dingens. Doch, da sind Toiletten, okay. Toiletten, das heißt. Ultra Safe Decoration Drum. Ja. Der Kühlschrank ist auf. Das Feuer kommt vielleicht von dem Fernseher. Ich muss hiervon das fernhalten, allerdings. Ach, den kann ich ja rufen, dann kann der da rauslaufen. Das würde bedeuten, ich muss hier. Kann ich die drehen? X war das, glaube ich, naja. Ich mach das mal so. Ich werde eine Glocke hier installieren. Mal, ich gehe davon aus, dass der Fernseher als erstes brennt. Und die beiden müssen wir auch ausrufen, glaube ich. Steht jetzt nicht, dass das begrenzt ist oder so, ne? Den kann ich ausrufen, dass er abhauen soll. Der kann dann dadurch. Die gehen durch Alarm dadurch. Und hier soll ich dekorative Fässer irgendwo hinstellen. Machen wir es da, oder? Und jetzt noch drei Mülleimer oder was? Brandbeschleuniger. Da. Da. Und da. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Und run. So, Speaker. Ach, da ist auch ein Feuer ausgebrochen. Okay. Der kommt da gar nicht raus, oder was? Ach, das Feuer ist noch hier. Da hinten ist gar kein Feuer. Speaker. Und wo läuft der dann lang? Mitten durch, ne? Ist klar. Das heißt, zum Löschen müssen wir da das machen. Was ist denn Flipflop? Da ist jetzt die Tür aufgegangen, oder was? Okay. Dann ist das da natürlich verkehrt. Aber der Alarm geht irgendwo anders los. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo geht der Alarm los. Der Sprudler geht nicht. Ich glaube, die haben es so geschafft, oder? Aber nicht durch meine Hilfe in dem Sinne. So, da kommen noch die vier Pummis, die da jetzt rauslaufen. Fünf haben wir geschafft. Was war das hier? Okay, alles. Das ist alles gut geklappt. War jetzt nicht der Brand, den ich so hätte, ne, eindämmen sollen, aber naja, hat funktioniert. So, das haben wir fertig. Jetzt sind wir hier. Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Jetzt sind wir hier bei Trouble in Moneyville. Oh, da sind ganz viele Arbeiter. Was denn unsere Arbeit? Use only 5 items in total. Ensure 5 families survive. Burn a back office for tax purposes. Aha, also ein Versicherungsschaden soll man verursachen. Sehr cool. Und jetzt ist wieder die Frage, was brennt. Sind die Fernseher in der Mitte? Wir sollen nur 5 Teile haben. Also hier ist eine Glocke, da ist eine Glocke, da ist eine Glocke. Und die andere Seite hat auch überall Glocken. Und das ist vielleicht das Backoffice, was brennen soll. Das ist ein großer Sprudler wahrscheinlich, ne? Ne, ist ein kleiner, okay. Nee, ich denke, wir müssen mit Mülltonnen arbeiten hier. Vielleicht hier, weil dann ist diese zwei da und die zwei da.
Weil der Alarm muss ja losgehen, ne? Ach, das ist so ein dicker, fetter Sprinkler. Ich mach den mal dahin. Und dann, wie viele Items haben wir denn jetzt? 1, 2, ich glaube 3 Tonnen. Das ist der vierte, einen haben wir noch. Ich mach's mal so und guck, was passiert. Okay, die Fernseher sind das, die nämlich brennen. Ja, die Tonnen sind aber, glaube ich, zu weit weg, kann das sein? Nee, da kommt's. Haben alle Feuer gefangen. Alle, bis auf die da. Hier wird's schwierig, ne? Fällt mir gerade so ein. So, erster Alarm ist hier. Die laufen da raus. Verbrennen sich da natürlich jetzt den Hintern. Und sterben. 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 Also das funktioniert nicht. Wenn der Sprinkler an ist, kommen sie auch nicht durch. Oh, das heißt, wir müssen das Feuer steuern. Ja, das erscheint nicht so leicht, ne? Der Sprinkler ist da schon ganz nett, aber... Also die 3 Tonnen brauchen wir definitiv. Aber nicht an diesen Stellen. Das heißt, es muss gezielter brennen. Da ist der und da ist der. Dann muss das anfangen zu brennen, aber die müssen raus. Tja. Die müssen da auch raus. Ist das hier besser? Schwierig. Sobald ein Alarm losgeht, ne, muss man den Sprengler anmachen, damit das Feuer hier in der Mitte aus ist. Und dann muss man gucken, wie es rumbrennt. Das ist nicht so einfach. Also wir kriegen schnell diese 2 Räume ans Brennen. Aber dies wird schwierig nach da zu brennen, ne? Wofür brauche ich die 3. Tonne? Wo muss ich das Feuer hinbrücken? Hier ist ein Schrank, da ist keiner. Das bedeutet, wir stellen den mal hier hin und hoffen, dass es dann da richtig ist. So, jetzt sind die 3 Tonnen weg. Und das andere war, das ist der vierte. Und wer war der fünfte? Der Wassersprenger da hinten. Tja, das wird spannend. Lassen wir es laufen, oder? Der Fernseher brennt schon mal. Der zweite ist, da ist. Jetzt müsste hier der Alarm sofort losgehen. Na, wahrscheinlich eher da wie da.
Der geht los. Der geht auch los. Wassersprenger an. In der Hoffnung, dass der jetzt den Hintern rettet. Die sind raus. Jetzt ist die Frage. Ah, hier geht ein Feueralarm auch los. Sehr gut. Da geht er auch los. Da geht er. Also es geht alles los. Sehr gut. Dann mach den nochmal an, aber. Oh, das Feuer ist aus. Das Feuer ist aus. Wir haben alle gerettet. Sehr gut. Haben wir geschafft. Die 5 haben wir auf jeden Fall schon, aber wir wollen ja alle retten. Ach, wir sollten ein Backoffice noch anstecken. Das hat nicht geklappt. Okay. Retry bedeutet das. Wir müssen ein Backoffice komplett anstecken, dass das brennt. Ich glaube, diese Tonne müssen wir mal da hinstellen dann. Ich mach die mal einen weiter nach vorne. So, auf ein neues. Gut, da brennt's. Und dann, wenn es Alarm gibt, müssen wir einen Sprengler anmachen, ne? Und hier kommt das Feuer nicht durch. So, jetzt den Sprengler an. Aber diese Tonne brennt noch nicht. Doch, jetzt brennt sie. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Oh, wir müssten diese Dingens da hinstellen, damit die da rauskommen. Glaube ich. Schaffen die das durch? Nein. Okay. Das heißt, diese Idee ist nicht die richtige. And Drill. Die Tonne muss anders da sein. Also der Raum hier ist Fluchtweg, den kannst du nie anstecken. Der Raum ist Fluchtweg. Warte mal, diese Seite brennt schneller, weil hier... Aber dann komme ich da. Ventilator wäre ideal gewesen, ne? Da ist die Tonne vielleicht. Ne, da geht sie noch nicht mehr hin. Also wir haben sie gar nicht ausgewählt wahrscheinlich, ne? Ja. Vielleicht da? Ein Protokoll. So, den wollten wir noch auf den Rettungsweg schicken, ne? Die Tonne muss brennen. Sie brennt. Wir müssen gucken, dass diese Kiste anfängt zu brennen. Wenn die brennt, dann haben wir Glück. Ich muss aber den großen Sprenger anmachen. Ja, es war zu spät. Der brennt nicht. Die Tonne muss woanders stehen noch. Vielleicht hier? One Protocol. Schneller. Die Tonne brennt und ich hoffe, das geht durch die Wand. Ja. Ich muss den Sprenger anmachen. Ne. Das muss eher passieren. Aber er brennt hier nicht. Der muss hier hinten hin.
Eventuell. Die Tonne lassen wir stehen. Wir machen den Sprengler hier hinten mal weg. Und stellen den hier hin. Und hoffen dann, dass wir das damit den Tisch eindämmen, wenn die Tonne brennt. Und Protokoll. Können wir schneller machen. So, den Tisch löschen wir. Achso, den Sprengler müssen wir anmachen. Ah, schon schief gelaufen. Nochmal das Ganze. So, das Feuer ist an, das Feuer ist an. So, jetzt müssen wir hier loslegen. Und den müssen wir auch loslegen. Da ist schon einer tot. Was haben wir anders gemacht wie beim letzten Mal? Wir müssen ein Backoffice ankriegen. Vielleicht doch nicht da. Jetzt stellen wir die Tonne mal ein weiter nach hier hin. Diese Tonne. Also ich denke schon, dass diese Kiste unser Ziel ist. Weil die steht da und dann... Woanders ist keine Stelle, wo ich jetzt durch die Wand sagen würde, das brennt in einem Backoffice. Nochmal. Sobald der Tisch anfängt zu brennen, machen wir den an hier. Die Tonne hat Feuer. So, Tisch brennt, Tisch löschen wir. Den Sprengler noch nicht. Jetzt aber. Der Sprengler kommt zu spät. Wir müssen früher auf ein neues. Schwierig. Der Sprengler ist aber auch doof, glaube ich. Ich glaube, den fahren wir jetzt aus und den fahren wir jetzt aus. Ich hoffe, der Alarm geht jetzt los. Ja, tut er. Da auch. Das Feuer ist da. Das Backoffice. Ah, die werden da verbrennen. Die schaffen nicht raus, oder? Naja. Das Teil dahin. Ein Drill brauchen wir nicht weitermachen. Den hier, den weg und dahin. Das Backoffice war ja schon ausgebrannt sozusagen, ne? Das ist, weil die Tonne da ist. Die Tonne nochmal versetzen. Hierhin. Brandprotokoll. Schneller. Tonne brennt. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir den anmachen. Jetzt müssten die Alarme langsam kommen. Tun sie auch. Ist der Stuhl da an oder nicht? Das funktioniert, glaube ich, nicht.
Sind schon welche gestorben? Ich glaube nicht, ne, oder? Aber hier werden gleich welche sterben, weil das schon zu lange brennt. Die Tonne muss da weg. Oder? Ja, aber das Backoffice ist nicht gebrannt. Also das funktioniert hier definitiv nicht. Das ist schade. Das muss woanders sein. Die dahin. Die weg. Und dahin. Den Sprudler lassen wir da stehen und los geht's. Jetzt muss losgehen. Die retten wir, das ist gut. Das Backoffice brennt. Das ist an, die da hinten sind noch nicht an. Die sind aber alle hier schon gestorben. Der da muss jetzt hier hin. Andrill. War ein Protokoll. Schneller. Sobald das Feuer hier bei der Tonne angekommen ist, können wir den Sprenkler anmachen. So, jetzt. Und den auch löschen. Da ist schon einer gestorben. Das hat also schon mal nicht geklappt. So, die werden alle sterben. Einen Pemmi haben wir nicht geschafft. Aber die 5 haben wir geschafft. Und Backoffice haben wir auch geschafft. Und der wird noch sterben. Ja. Ja, burn a Backoffice for tax purposes. The Backoffice, das ist, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich das da, ne? Okay. Wie soll das dann funktionieren? So vielleicht? Und so? Und probieren? Wenn die Tonne da brennt, wäre cool. So, jetzt machen wir das. Und das. Aber der funktioniert gar nicht hier richtig, oder sehe ich das falsch? Der da hinten ist schon aus. Das heißt, es hat nicht geklappt. Wir haben es vorher komplett gelöscht, funktioniert also nicht. Kein Backoffice hier an. Die Alarme gehen immer los, wird das heißt, diese Tonne weg und zwar diese Tonne nach da. Diese Tonne können wir die noch besser platzieren? Ich glaube nicht, ne? Hier war nicht blau, ne? Genau. An Protokoll. Auch den hätten wir vielleicht noch anders stellen können, naja. Weiter. So, die sind schon mal an. Jetzt ist die Frage, ob das Backoffice hier anfängt zu brennen. Jetzt müssen wir ein bisschen Sprenkleranlage anmachen. Und hoffen, dass das hier nicht ausgemacht wird. Das Backoffice hier vor allem angeht. Klappt nicht.
Obwohl, die sind alle raus und es brennt noch. Es könnte klappen. Wird das hier heiß genug? Ja. Ist ausgebrannt, schade. Hat nicht gereicht, oder? Das reicht so nicht. Aufgabe erledigt, ohne dass das Backoffice brennt. Ja, sieht schon kompliziert aus. Wir sind schon ziemlich lange und ne, ihr wisst ja, wie das immer so ist. Man kann da nicht aufhören. So. Run-Protokoll. Gucken, dass die Tonne angeht. Die Tonne angeht. Die Tonne angeht. Alarme müssen angehen. Wassersprenkler an. Mach den ruhig auch an. So, jetzt ist nur die Frage, dass das Backoffice hier angeht. Die Hitze ist schon mal gut hier. Das reicht aber nicht. Das reicht nicht. Handdrill. Jetzt nochmal den weg und dahin. Vielleicht brennt es dann. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert, dass das andere auch den Alarm auslöst. Gehen hier die Alarme an? Das ist die Frage. So, das Backoffice brennt. Wir machen den Wassersprenkler an. Wir machen den an. Und hoffen, dass sich keiner den Hintern so verbrennt, dass das... Ja, es sieht erstmal gut aus. Schafft der es? Das ist die Frage. Der hat es geschafft. Und der hat es auch geschafft. Ich glaube, wir haben es diesmal geschafft. Okay, wir haben das geschafft. Jetzt wird... Wo geht er jetzt hin? Ach, die müssen auch noch raus. Oh, oh. Ob die es schaffen, ist der andere Fahrer. Dann muss die Kanone, wenn hier hin. Nee, die gehen ja da raus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben es geschafft. Grün, 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 grün. Ach, er ist da. Hm? Hat noch Oma besucht oder so. Und ist auch grün. Und alles geschafft. Wunderbar. Super lange Folge. Das ist nicht so dolle, aber naja, wir haben es geschafft. Ich würde mal sagen, das Spiel ist ganz cool, denke ich. Das ist sein Geld, wenn auf jeden Fall wert. Würde ich auf jeden Fall kaufen und spielen. Ich habe es natürlich zur Verfügung gestellt gekriegt. Dafür bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich bei den Entwicklern. Und ja, das war das Vorgestellt von dem Spiel. Ich sag mal, wir sehen uns in einem anderen Vorgestellt und würde dann sagen, bis dahin. Ciao.